Und in diesen ja, Zero-to-One-Firmen, zu diesen Monopolisten, gibt es Milliarden zu verdienen. Kann man die Bilanzen von Microsoft, Apple, Google und Facebook sehen. Schwupp. Mach etwas, was vorher nicht gemacht wurde, hab ein extrem exponentielles Wachstum und es gibt Asche ohne Ende. So ist es, ne? Dann existiert das Zeug. Das Zeug, das Ding, die Software, das Produkt, die Dienstleistung, was auch immer. Und dann folgt der Schritt 1 zu N. Das heißt, einer hat es gemacht und N machen sich jetzt, also N mathematisch gleich viele, machen sich auf den Weg, den zu kopieren. Bei Microsoft, jo, haben sich da so ein paar Leute auf den Weg gemacht. Und das sind also einmal die ganzen Google-Dienste, mit denen sie da im Internet schreiben und Spreadsheets machen können und so weiter und so fort. Diagramme zeichnen, PowerPoints und wie das ganze Zeug ist, macht's Konkurrenz. Ne? Dann, ich habe mal hier von OpenOffice zu LibreOffice oder so, oder von VI zu LibreOffice habe ich es, glaube ich, genannt. Die ganze Textverarbeitung und so weiter. Da gibt es einen massiven Konkurrent, mittlerweile auch zu Microsoft. Und bei Betriebssystemen gibt es Android, gibt es iOS von Apple, gibt es ja, AliYun, ganz heftig, Milliarden Nutzer oder so. So, auch da machen sich viele auf den Weg und vervielfältigen das. Und zum Facebook kommt ein Google Plus, das hat halt Google Plus funktioniert nicht und so weiter. Wow, da gibt es ganz andere Zahlen, die zu sehen sind. Da weise ich dann auf das nächste Video hin, was ich drehe. Das kommt jetzt heute, wenn Sie es ganz aktuell sehen. Das kommt dann übernächsten Tag. Nennt sich Netzwerkeffekte. Schwer drüber nachdenken, was da so die Einflussfaktoren sind, warum diese Firmen dieses riesige Wachstum treiben können. Ne? Wenn nun der viele Nachahmer auf dem Markt hat, wenn jetzt die, wie heißt das schön, die Globalisierung kommt und die, in China kommt das Zeug containerweise rübergefahren, dann kommt der Wettbewerb und die Regierungen sagen immer, viel Wettbewerb, viele Firmen ist gut, führt am Ende zu wenig Rendite, zu wenig Steuern, weil die Rendite so mies ist, bis dann am Ende aus diesem Wettbewerb die Schwächsten ausscheiden müssen und dann senken sich die Produktlebensdauer zum Ende zu und irgendwann kommt da wieder so ein neuer Wop und reißt dann wieder alles ein.